kommen die dann? Jetzt können wir nämlich durch die Tür hier rein. Und uns um die hier kümmern. Hier sind nämlich noch mehr Drachenakolyten. Wow. Und irgendwer, der uns beschießt. Und soweit ich weiß, ist da drin auch der Hebel, um die ganzen Käfige runterzulassen. Ja, da werde ich beschossen. Was aber nicht sonderlich wehtut. Das ist übrigens eine Mimik. Habe ich gerade wieder gesehen. Hatte ich also doch noch in Erinnerung, dass hier eine Mimik rumgeistert. Oh, ein Knochenschild. Au. Das hat wehgetan. Das ist ein irgendein okkulter Priester, hä? Und hier drin ist, glaube ich, alles eine Mimik. Der okkulte Priester ist nervig. Er tut nicht sonderlich weh, aber er kann einen. Oh. Dafür tut der Drachenakolyt weh. Noch ein Knochenschild. So. Mal wegrollen. Weil er gleich wieder die Drucknova macht. Genau. Und genau dieser Hebel lässt die Käfige runter. So, die große Seele eines tapferen Kriegers. Kümmern wir uns erstmal um die Mimik hier. Genau, Mimik. Wow. Mit zielsuchender Säure. Gebaustene rote Augäpfel. Genau, jetzt steht die Mimik auf. Und stirbt. Mit einem Asketenleuchtfeuer. Boah, das wollte ich nicht. Wohoho. Das kann nämlich manchmal übelst passieren, dass man aus Versehen gemampft wird, wenn man sie von der Seite piekst. Was eigentlich nicht passieren dürfte. So. Jetzt können wir noch den Gargoyle hier ausschalten. Ja, der kann sich übrigens befreien, wenn man es drauf anlegt. Wie alles andere auch. Wow. Der Gargoyle ist am übelsten. Und er droppt auch leider nicht mal was. So, ziehen wir den Hebel. Lassen wir alles runterplumpsen. Und hierhin sind wir hinter dem Oger. nein. Da will ich erstmal noch nicht lang. Zunächst ist das meiste Viehzeug hier wow.
Also dieses Board ist nach einmaligem Tod. Ja, am schlimmsten sind, glaube ich, echt die Oger. Jetzt hier draußen. Wow, das hätte jetzt verdammt schief gehen können, wenn ich zu nah dran gestanden wäre. Das hat mich irgendwie getroffen. Und ja, diese Abominations hier hat man im Original Dark Souls 2 immer im Salz vorgefunden. Also kurz vor der verlorenen Sünderin. Da, wo die zweite Dehnwache jetzt im Skull of the First Sin ist. So, weg mit dir. Wow. Verdammter Basilisk, wo kommst du jetzt auf einmal her? Wow. Gib mir mal einen anderen Speer, der Blitzspeer ist schon zu sehr angeschlagen. Dass wir den Oger loswerden. So. Genau, hau dich hin. Da ist eine Mimik. Da hinten müsste eine Mimik und der blöde Pilz sein. So, der blöde Pilz ist weg. Eine Rosturne. So, die Mimik können wir zum Glück ganz gut veralbern. Im Allgemeinen sind die Mimics in Dark Souls 2 leichter als im ersten Teil. Dadurch, dass sie nicht so beweglich sind und so unfaire Attacken haben. So. Als nächstes die Mimik und dann müssen wir mit dem Oger da versuchen, das Tor zu knacken. Wow, aber vor einer Mimik stehen ist gefährlich, ja. Oh. Von einer Mimik gefressen werden ist schlecht. Das hat aber zwei Vorteile. Beziehungsweise einen Vorteil hat es. Wir können jetzt nämlich nochmal zu dem Magier hier gehen. Also dem Eingekerkerten. Als wir menschlich waren und mit ihm gesprochen haben, war er ganz schön verängstigt und hat gesagt, wir sollen verschwinden. Ihn nicht freilassen und so. Wenn wir als Untoter zu ihm gehen, reagiert er ganz anders. Und das kann ich euch mal kurz zeigen. Hallo? Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened
my guilt. Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. Man hört, er redet ganz anders. Er hat nicht mehr diese nervöse, weinerliche Stimme, sondern eine viel dunklere. Und er spricht auch anders zu uns. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve, and so while I slept, he sealed the both of us away. Also ja, er hat eine Persönlichkeitsstörung, mehr oder weniger, oder ein zweites Ich in sich. Und würden wir ihn freilassen, dann würde das böse Ich uns ständig invasieren. Also an vielen verschiedenen Orten würden wir dann, so ähnlich wie den Forlorn, Invasionen von ihm hier kriegen. Deswegen ist es besser, wenn wir ihn hier drin lassen. I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Also, entweder, wenn wir Nein sagen, bricht er aus und tötet Leute. Wenn wir Ja sagen, müssen wir für ihn ein paar Leute töten. Ich nehme mal auf einfach Ja, weil ich weiß, worauf das hinausläuft. Und da das hier ja kein Let's Roleplay oder so ist, wo ich hier irgendwelche tollen Entscheidungen treffen muss, sondern ein Let's Story, sage ich einfach Ja, weil ich ja weiß, was passiert. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Yeah. Hier ist jetzt das zur Spielmechanik. Er ist hier drin gefangen, er weiß nicht, was wir tun. Wir haben die Miniatur von Gilligan bereits gekauft, schon an der Irdenspitze. Und wenn wir ihm sie jetzt einfach zeigen, glaubt er, dass Gilligan tot ist. Fine work. This is my thanks. Take it. Und er gibt uns etwas dazu, nämlich einen Zerstreuungsring. Now let's discuss our next mark. Ja. I want you to kill one more. Your target will be Kael, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac. Like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Mm-hmm. Yes, I knew I could count on you. Perhaps this will slake my thirst. Gut. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, nämlich Kales Helm zu besorgen. Nicht Kael zu töten, sondern nur sein Helm zu besorgen. Dafür müssen wir Kales Quest zu Ende bringen. Und die bringt man zu Ende, indem man alle Leuchtfeuer auf der Dwangleic-Karte in Majula entzündet.
Das wird also noch eine Weile dauern. Das heißt, so lange bleibt das offen. Also, was heißt eine Weile? Ich müsste eh mit euch mal wieder zu Kale, dass wir gucken können. Ich glaube, es ist nämlich wieder ein weiteres Feuer entzündet worden. Aber das können wir ja nach dem nächsten Leuchtfeuer sehen. So, Mimik ist weg. Die Dicken sind wieder da.